In diesem Video fasse ich unsere erste Trainingswoche zusammen. Ich hatte hier angekündigt, mit Katja, der Tochter von Monika, meiner Frau, 8 Wochen einen Trainingsplan, nach einem Trainingsplan zu trainieren. Und dies ist das erste Video, das dieses Training dokumentiert. Beim Laufen ist unser Ziel, dass wir 15 Kilometer als langen Lauf durchhalten und 10 Kilometer unter um die 5:30 laufen können. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Einen schönen guten Morgen. Heute ist es Dienstag, der 18. Juni 2024, der zweite Tag der ersten Woche unseres gemeinsamen Trainingsprogramms, also Trainingsprogramm mit der Tochter meiner Frau Monika. Ja, ich bin gespannt, wie es heute läuft. Heute gibt es einen Intervalllauf, das wird spannend. Aber ich mache vorher jetzt noch so zur Konzentration eine kleine Vorbereitung für den Lauf. Ich habe schon angezogen für den Lauf. Es ist sehr warm draußen und Intervallläufe bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt. Und der letzte lange Lauf, den ich gemacht habe, war ja in Albanien. Das ist auch schon sehr lange her. Und Intervalle habe ich das letzte Mal im Winter gemacht, bevor ich da mich erkältet hatte. Nun denn, aber ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, ich freue mich schon auf den Lauf. Und los geht's. Zur Vorbereitung habe ich ein paar Auflockerungsübungen für die Gelenke gemacht. Zu Beginn mache ich einmal eine Übung für die Füße noch. Ich setze mich auf die Fersen. Die Füße sind aufgestellt. Ja, und der Kopfstand stellt die Welt auf den Kopf, wobei ich jetzt nicht lange im Kopfstand bleiben möchte. Das ist ja eigentlich eine Gleichgewichtsübung. So, mir geht es einfach nur um die Bewegung in den Kopfstand rein und raus. Kommt immer so eine Vorbeuge raus. Und dann so ein bisschen runtergehen. Und los geht's! Auch wenn mir das so schwer, diese Intervallläufe immer. Das ist so eine Motivationsgeschichte. Ja, los geht's mit dem Trainingslauf. Wow, wow, wow. Hab ich vollen Respekt hier, echt. Ja, es ist relativ schwül heute. Es wird gleich auch anfangen zu regnen. Und ich schätze mal so 25 Grad. Ja, mein Garmin-Gerät sagt mir immer, ich soll heute nicht trainieren, sondern ausruhen. Ja, hinter dieser Brücke beginnen die Intervalle. Ja, ich habe diese Strecke genommen, weil ich hatte ich in der Vergangenheit auch immer genommen. Dann sind die Daten besser vergleichbar und ich sehe, wie viel ich an Leistung nachgelassen habe. Ja, einen Vorteil habe ich, dass ich jetzt ein bisschen leichter bin als bei dem Trainingsplan im Dezember. Der Nachteil ist, ich bin wieder älter geworden. Da unten geht es los. Mann, ich bin schon vor dem ersten Intervall total am Schwitzen. Es geht berghoch. Ich bin oben. Im vorletzten Intervall zeige ich schon deutlich Schwäche. Das war die langsamste Zeit. Jetzt noch eins. Mal alles geben. Und ich versuche unter einer Minute zu bleiben. Geschafft. Jetzt langsam und gemütlich zurück. Kleine Gehpause auf dem Rückweg. Mal um die Zahlen so einzuordnen, wenn ich sage unter einer Minute oder knapp einer Minute. Dann bedeutet das so ein Schnitt von 5 Minuten pro Kilometer bei 200 Meter Intervallen. Und als ich so halbwegs trainiert war, lag ich so im Bereich von 1,30 bis 1,35 teils drunter. 1,26 waren so die besten Intervalle von mir. The Batabi Choice. Practice, practice and everything else is coming. Ja, nachhaltige Landwirtschaft hier, Baumwirtschaft. Ja, ich bin jetzt zurück. Das waren 8,9 Kilometer. In einer Zeit von 6:07, 10 Intervallen mit einer Minute oder knapp drunter. Ja, es ist so ein bisschen schade. Ich hatte heute Morgen probiert, so diese Yoga-Übungen ein bisschen zu dokumentieren. Ja, du kennst sie vielleicht, wenn du dich damals für unsere Filme interessiert hast, hast du ja die Dokumentation in der Eifel schon mitbekommen. Und auch zwischendurch zeige ich ja immer wieder so ein paar Yoga-Übungen, wie ich sie praktiziere.
Klar, in meinem Alter sieht das alles nicht mehr perfekt aus, aber das ist im Yoga auch gar nicht wichtig. Im Yoga geht es nur um die Konzentration, das heißt nur, es geht um die Konzentration und nicht um das Aussehen. Naja, es war ein bisschen dumm gelaufen heute, weil das mit der Kamera die Aufnahmen nicht geklappt haben. Aber das ergänze ich. Ja, ich würde in den nächsten Yoga-Sessions immer zumindest ganz kurz mal darstellen, wie das Übungsprogramm aussieht, damit du davon eine Idee bekommst. Das Lauftraining machen wir wieder nach Stephanie. Das hat sich für mich irgendwie sehr, sehr gut bewährt. Ja, die Trainingspläne funktionieren, sind geradlinig und auch, denke ich, nicht schwer umzusetzen. Ach, wie schön. Schafe, eine Schafherde. Ich freue mich schon auf diesen Plan, der aus 3 Kernläufen besteht, einem pro Woche, einem Intervalllauf, einem Tempolauf und einem Langlauf und zuzüglich einem lockeren, kurzen Lauf, der nach Belieben eingesetzt werden kann, sodass man auch 4 Trainingseinheiten bekommt. Ach Gott, das sind ja ganz viele Schafe. Schön. Es riecht auch richtig nach Schafen. Ja, jetzt gerade ist das Wetter super, aber das war heute Mittag anders. Ich habe mir jetzt überlegt, dass es vielleicht am besten ist, am Samstag loszufahren. Einen schönen guten Tag. Heute ist Donnerstag, der 20. Juni 2024. Montag, Dienstag, Mittwoch, der 4. Trainingstag hat begonnen. Bisher haben wir den Plan umsetzen können. Gestern Yoga hat ja auch Spaß gemacht. Und heute steht dieser Tempolauf auf dem Programm. Es ist sehr, sehr schwül, so spülwarmes Wetter. 8 Kilometer locker, davon kann keine Rede sein. Aber ich zieh's durch. In der Streckenwahl kann ich auch noch dazu lernen. Zumindest hohes Gras. Ja, heute Morgen habe ich alles verkocht, was wir noch an Lebensmitteln hatten. Ein leckeres Reisgericht, eine Linsensuppe und ein Nudelgericht. Ich bin ein bisschen schneller als geplant. Knapp unter 6 Minuten oben und unter 6 Minuten. Boah, geschafft. 5 Kilometer Tempolauf. So, ich nutze jetzt das Filmen als Ausrede für eine kleine Gehpause. Wow, bin groggy. Ja, lief aber toll. Alle Zeiten waren zwischen 5:30 und 5:40. Ja, und meine Uhr sagte immer noch, auch an diesem Tag, ich soll ja nicht trainieren, ich bin nicht ausgeruht genug. Man darf sich also von der Uhr auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es Freitag, der 21. Juni 2024. Der 5. Trainingstag in der ersten Trainingswoche. Nach dem Tempolauf gestern mache ich heute wieder meine Yoga-Übungen. Das 3. Mal in dieser Woche. Heute der Sonnenphosphäre. gestern war die Luftfeuchtigkeit hier beim Yoga so hoch, dass man hier quasi eine einzige Wasserpfütze hatte vom Schwitzen. Das war schon sehr extrem gestern. Thank you.
bevor wir losfahren, mache ich noch so einen kleinen Testlauf. Ja, ich habe neue Schuhe. Das heißt, ein zweites Paar Schuhe gekauft. Ich bin gespannt, wie das wirklich unterwegs klappt. Das Ganze mit dem Training. Die Schafherde, die wir ja auch gestern gesehen haben, ist heute auch noch da. Der letzte Lauf in Darmstadt ist geschafft. Es waren 5 Kilometer mit 6,13. Heute ist ja ein langer Lauf geplant. Das heißt, ich laufe ganz gemütlich diese 11,5 Kilometer. Und ja, für mich zählt es als langer Lauf, weil es jetzt ja seit dem Spessartlauf der Griechenlandreise jetzt der längste Lauf ist. Und ich schaffe damit auch die 30 Kilometer, die in meinem Trainingsplan standen. Es geht ein kleines Stück bergab, ausruhen. Aber ich bin eh sehr, sehr langsam unterwegs. Gut, ein Drittel ist geschafft. An dieser Stelle habe ich gut die Hälfte hinter mir. Ja, mehr wie 10 Kilometer. Damit habe ich auch heute mein Trainingsziel langer Lauf erreicht und damit die erste Woche absolviert. Es bleiben noch 7 weitere.